Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Samstag. Wir schauen auf die neue Woche, wo es erstmal mit ruhigem Hochdruckwetter weitergeht. Es ist so ein bisschen Nebellotterie. Gebietsweise wird sich die Sonne richtig gut durchsetzen. Mancherorts bleibt es dann aber auch eher eine zähe und graue Geschichte. Ja, und in der zweiten Wochenhälfte deuten die Wettermodelle jetzt immer mehr an, dass sich die Wetterlage umstellen könnte, die Tiefs so ein bisschen an Stärke gewinnen. Und damit ist auch insgesamt wieder etwas wechselhafter, unbeständiger werden könnte. Da werden wir gleich ein bisschen drauf schauen. Zunächst möchte ich euch nochmal zwei Wetterbilder zeigen. Ja, um dieses bin ich nicht drum herum gekommen. Ann-Kathrin war gestern am Hafen in Münster, meiner Heimatstadt, und hat diesen tollen Sonnenaufgang, diese Morgenröte aufgenommen mit dem Hafen im Hintergrund. Wirklich ein sehr tolles Foto. Vielen Dank dafür. Ja, mein Kollege Clemens, der ist momentan in Zell am See, hat mir heute Morgen noch dieses Bild geschickt. Und wir sehen, der Zeller See, der friert momentan gerade nachts so richtig fast bis zu 90% zu. Da noch Nachttemperaturen bis zu minus 10 Grad. Also hier noch richtig Winter und wir sehen auch im Hintergrund die richtig schneebedeckten Berge rund um Zell am See. Ja, winterlich ist es bei uns momentan nicht. Wir schauen nochmal jetzt auf das Wochenende, genauer auf den morgigen Sonntag. Heute schon diese feuchte Nordseeluft, die eingesickert ist. Vielerorts doch eher eine graue Geschichte mit örtlich ein bisschen Getröpfel. Freundlicher bleibt es eigentlich nur ganz im Süden. Und auch morgen starten wir doch relativ wolkenreich mit viel Nebel oder Hochnebel. Gerade im Norden und Nordosten kann es auch örtlich nochmal zu leichtem Sprühregen kommen. Die Sonne wird sich dann im Süden durchsetzen. Allgäu, vor allen Dingen dann größere Teile Baden-Württembergs. Und so allmählich im Laufe des Tages lockert es dann auch so ein bisschen weiter Richtung Norden aus, Richtung Südhessen, Pfalz, Saarland. Da noch ganz gut die Chancen, dass sich einige Auflockerungen auftun werden. Weiter Richtung Norden wird es wahrscheinlich schon schwierig werden. Auf allzu viel Sonne sollte man auch in NRW dann morgen nicht setzen. Wir sehen bei den Höchsttemperaturen so Werte von 4 bis 6 Grad Richtung Südosten. Im Westen in den Niederungen an Rhein, Mosel und Saar auch zweistellig mit 10 oder 11 Grad. Nun blicken wir auf den Montag und den Dienstag, den Wochenanfang. Da geht es weiter mit ruhigem Hochdruckwetter. Wie gesagt, so ein bisschen Sonne- und Nebellotterie. Es bleibt weitgehend trocken. Letztes Tröpfel noch so im Osten, wird auch rasch nachlassen. Starten aber wieder der Morgen und Vormittag häufig dann geprägt von Nebel und Hochnebel. Dann gibt es die Auflockerungen und am meisten Sonnenschein. Und richtig gut wird sich die Sonne so in den höheren Lagen durchsetzen. Alpen, auch höhere Lagen in Baden-Württemberg und dann auch so in Teilen von Nordrhein-Westfalen, wo es so von der Eifel, von Sauer und Siegerland so ein bisschen trocken runterfächelt. Hier wird doch von den Wettermodellen angedeutet, dass sich im Laufe des Tages hier richtig gut die Sonne durchsetzen wird. Ja, auch sonst gibt es vor allem so am Nordrand der anderen Mittelgebirge auch mal die ein oder andere Auflockerung. In Richtung Norden wird doch angedeutet, dass die hochnebelartige Bewölkung doch hier etwas kompakter ist, die Sonne sich hier schwer tun dürfte. Ja, und auch im Süden gibt es die klassischen Niederungen, vor allen Dingen so am Rhein, Boden, See, Franken und auch Richtung Donau. Hier kann es dann halt auch örtlich den ganzen Tag über zäh oder trüb bleiben durch Nebel oder Hochnebel. Dann bleibt es auch kalt mit Werten von knapp über 0 Grad Richtung Westen. Vor allen Dingen, das ist so klassischerweise so am Nordrand von Eifel, von Sauerland, sind dann durchaus auch 12 oder 13 Grad zu erwarten. Ja, gehen wir ein bisschen weiter im Fahrplan. Schauen schon mal auf die zweite Wochenhälfte. Erstmal, wie gesagt, noch das Hochdruckgebiet. Das verlagert sich so langsam weiter Richtung Osten. Wenn wir dann aber auf die Wetterkarte für nächsten Freitag vom ECMWF schauen, da sehen wir nicht mehr viel von Hochdruckeinfluss. Das Hoch hat sich zurückgezogen, zum einen Richtung Mittelmeerraum bzw. nach Südosteuropa. Und damit können halt dann auch erste Tiefs auf uns übergreifen. Hier das ECMWF mit so kleineren Tiefs, so knapp nordwestlich von uns. Der im heutigen Morgenlauf sogar mit so einem kleinen Schnellläufer wird da mal angedeutet, was dann so Richtung Samstag dann von Schottland Richtung Ostsee ziehen könnte. Das wäre, wenn es so käme, dann sogar ein sehr windiger bis stürmischer Samstag. Bleibt aber abzuwarten, ob das noch so sich bestätigen sollte. Denn zum Beispiel das GFS hat dann doch ein bisschen andere Entwicklung drin. Grundsätzlich eine selbe Tendenz, dass sich das Hoch weit Richtung Mittelmeerraum zurückzieht und damit dann über Nord- bzw. Nordwesteuropa die Tiefdrucktätigkeit etwas zunimmt. Hier mit einem Tief so über Norwegen und das könnte vor allen Dingen dann Richtung nächsten Freitag dann auch so den Norden und Nordwesten des Landes beeinflussen. Richtung Süden durchaus die Möglichkeit, dass hier noch etwas mehr Hochdruck Einfluss vorherrscht und das Wetter hier insgesamt noch ruhiger bleiben könnte.
So, schauen wir mal auf einen Trend von Mittwoch bis Freitag. Es wird dann halt so schrittweise ein bisschen unbeständiger. Am Mittwoch ändert sich noch relativ wenig. Wie gesagt, hoch so ein bisschen östlich von uns. Und das hätte so zur Folge, dass die Tendenz zur Auflösung von Nebel und Hochnebel größer ist. Es sich dann wirklich in vielen Teilen des Landes die Sonne durchsetzen könnte und es entsprechend auch gerade nach Westen und Südwesten auch sehr mild wird mit 13, 14 vielleicht sogar am Nordrand einiger Mittelgebirge bis zu 15 Grad. Am Donnerstag dann wahrscheinlich schon mal so erste Wolkenfelder, die mit annähernden Tiefs so auf den Westen und Norden übergreifen könnten. Vielleicht auch schon mal mit ersten Tropfen, das bleibt abzuwarten. Nach Süden und Osten ändert sich an dem ruhigen und oft sonnigen Hochdruckwetter erstmal noch nichts. Am Freitag dann wahrscheinlich deutlich unbeständiger, von Westen her aufkommende Regenfälle, teilweise auch mal schauerartige Regenfälle. Ob die dann schon den Süden erreichen, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Wir sehen aber insgesamt bleibt es doch noch recht mild, gerade nach Westen hin auch mit Temperaturen um die 10 Grad. Ja, wie könnte es dann weitergehen? Da kommen wir natürlich schon so ein bisschen in den Spekulationsbereich. Das heißt, wir helfen uns jetzt auch mit Ensemble-Mittelberechnungen jetzt mal vom ECMWF schon für übernächste Woche Montag, ist glaube ich der 20. Und da sehen wir einen Hochdruckgebiet, was so westlich von uns liegt, dagegen so tiefs über Nordosteuropa. Damit kämen wir so in eine nordwestliche Strömung, mit der uns dann doch eher wieder etwas kühlere oder kältere Luftmassen erreichen könnten. Da bleibt dann halt abzuwarten, ob dann wir noch relativ nah an dem Hoch liegen, das Ganze dann doch eher niederschlagsarm und häufig trocken verlaufen sollte. Oder wie zum Beispiel jetzt auch vom GFS heute Morgen, wo sich das Hoch dann doch etwas weiter auf den Atlantik zurückzieht und die Tiefs über Nordeuropa auch stärker gerechnet werden. Das wäre dann also eher so eine unbeständige, zyklonale Wetterlage mit häufigeren Niederschlägen in den Hochlagen, auch mit Schnee, untenrum eher so die nasskalte Geschichte, auch Wind wäre dabei natürlich ein Thema. Das muss man alles nochmal abwarten, auch wie es dann weitergehen würde mit Stichwort Stratosphärenerwärmung, was das für Auswirkungen haben könnte auf unser Wetter in der Troposphäre. Da gibt es zuerst das Zucken der Modelle, aber das ist alles noch eher unsicher. Da schauen wir dann so allmählich in den nächsten Tagen mal drauf, wo das Ganze dann halt auch mehr und mehr in den Wettermodellen dann zu sehen ist. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.